Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Adventure. Hier sind wir wieder in der Adventure Map von The Klagalakalaka. Irgendwie steht das da hinten. Das steht in der Videobeschreibung. Ich hab's vergessen, sorry. Und ja, die Map ist extra für mich und wir springen hier weiter in saftiger Höhe. Todessprung. Und hier werden. Oh Gott. Hier werden wir mal schlafen gehen jetzt. Ich glaube, wir nähern uns auch so langsam dem Ende. Und, was muss man ja auch mal dazu sagen, wir sind hier echt riskante Sprünge drin. Und ich bin noch nicht ein einziges Mal gestorben bei den Sprüngen. Oh, bitte. So, okay. Ich hätte, glaube ich, nicht auf die Boote fallen dürfen. Oh, guck mal, ich habe meinen Smaragd gerettet. So, was haben wir hier? Ein Buch und ganz viel Schnitzel. Brauchen wir aber alles gar nicht, weil wir spielen ja eher auf Friedrich. Wir spielen auf Friedrich. So, was steht da? Finale? Ne, die Story, fast. Was? Ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Da hinten ist der... Ach, jetzt habe ich mit meinen Fingern geknackt, das tat voll weh. Vor Aufregung drücke ich die hier zusammen. Da hinten ist der Ausgang. Aus dem Garten und aus allen Gebäuden. Ein kleiner Schritt für mich und ein großer Schritt für die Menschheit. Das ist richtig, sage ich mir auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Level 5, Final Home. Finally Home. Wo ist der Weg? Ab jetzt darfst du die Blätter abbauen und den richtigen Weg zu finden. Nehmen wir auch erstmal die Truhe mit. Aber ich bin so... Das wirkt alles so, als ob ich das schon alles wüsste, aber ich weiß es nicht. Das ist gerade... Irgendwie bin ich... Sollte heute vielleicht mehr Adventure Maps aufnehmen. Bin heute so im Modus. Ist natürlich jetzt hier gefährlich, was ich tue, ne? Aber hier ist nichts mehr. So... Naja, dann bahnen wir uns mal den Weg nach... Ich hab's geschafft, bin raus. Hallo. Vielleicht war es sogar richtig, ich weiß es nicht. Hab's geschafft. Ich glaube, das war sogar richtig. Oder? Ich gehe einfach über die Mauer. Oh, ich habe einen Baum gekriegt. Oh ja, hier könnte man vielleicht rein. Ja, so ein bisschen unausgereift das Ganze noch, ne? Aber passt schon. Oh, da hat's gemacht. Oh, eine Truhe. Oh mein Gott. Oh nein. Ganz böse. Moment. Knopf zweimal drücken, bitte. Danke. Zwei Bücher. Ende. Credits Ende. Okay. Ja, endlich zu Hause. Und warte mal, ich weiß, wer mich hierher gebracht hat. Der Villager in dem anderen Haus. Ich muss ihn vernichten. Jetzt und für immer. Credits. Map-Ersteller. Ne, hatten wir schon. Vielen Dank fürs Zocken an dich. Hoffe, die Map hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du auf meinen Kanal vorbeischaust. So, YouTube, Facebook, Twitter. Wenn du Bock hast, kannst du mich auch kostenfrei abonnieren. Da musst du aber nichts. Das musst du aber nicht. Wir sehen uns. Ciao. Das könnt ihr auch gerne tun, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da steht Schilder nur an Lotto. Okay. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr das gern tun. Ach so, und ich habe jetzt hier die Wahl, wie ich ihn vernichte oder was. Das ist ja furchtbar nett. Was zum... Das wollte ich nicht. Was hat er denn hier so zu verkaufen? Nichts ist auch super. Ich wollte auch schon immer mal bei diesen Villagern leveln die nicht auch ab, wenn man da merkt, bei den... Das wollte ich nicht, das war ein bisschen viel. Nein! Gib meine dir... Hallo? Boah, das gibt's nicht. Der hat mich... Schmore in der Hölle. Geht nicht. Warum geht das nicht? Warum ist das ausverkauft oder was? So, was haben wir denn hier noch? Achso, ich kann es trinken. Aber nicht für mich, ne? Oder? Warte, das was? Welcher Effekt? Verlangsamung, ja, super. Vergiftung. Okay. Ja, Freunde. So, und dann habe ich nämlich jetzt eine neue Idee, beziehungsweise ist eine alte Idee, die habe ich nämlich schon mal früher gemacht. Und zwar werde ich der Map jetzt Diamanten verteilen. Und zwar eine Zahl zwischen 1 und 5 oder sag ich mal 10? 1 und 10 Diamanten?
Eine Zahl zwischen 1 und 10 Diamanten. Also, für jede Adventure-Map, die ich jetzt spielen werde, hier in der Reihe Minecraft Adventure, und vor allem die Maps, die ihr gemacht habt, vergebe ich bis zu 10 Diamanten. 10 ist natürlich das Beste und 0 das Schlechteste. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie viel Diamanten ich dieser Map gebe. Und ich würde das so auf... Es ist schwer. Ich würde jetzt einfach mal 6 geben. Ich fand sie nicht schlecht. Es waren viele coole Sachen drin. Auch vor allem, dass die Story in den Büchern erzählt wurde. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass sie sehr kurz ist. Wobei, so kurz ist es gar nicht. Ich habe jetzt 30 Minuten. Nee, Quatsch. 25. Ja, also so, sagen wir mal so 20 Minuten ohne die... ohne das Kommentieren. Also so 20 Minuten und hier ne, die ganzen so kleinen Fauxpas zwischendurch. Und hier an der Seite hätte man ein bisschen was bauen können. Deswegen nur 6, aber das... Oh. Brenn bitte nicht mein Haus nieder. Da sind Schilder drin, die ich noch lesen muss. Ups. Ja, 6 Diamanten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Minecraft Adventure wieder. Geh aus. Warum brennst du in der Luft? Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Minecraft Adventure wieder. Hoffe ich. Wie gesagt, wenn ihr noch Map-Vorschläge habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare beziehungsweise per BN schicken. Ja, gut. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen kürzer die Folge jetzt. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm, denke ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie viele Diamanten habe ich denn jetzt eigentlich... wie viele Smaragde habe ich denn? 5. Und ich glaube, es gab auch 5 Level, ne? Habe ich vielleicht auch irgendwo noch was übersehen? Ich kann hier auch ein bisschen mit... Es ist jetzt lustig, dass man die Schiffe und Boote mit Shift verlassen... kaputt machen muss. Gehen die echt kaputt, wenn man das... Nee, würde schon sagen. Na... Schau mal einer an. Da hat er noch einen 6. gefunden. Na, das habt ihr nicht mitgerechnet, ne? Da habt ihr jetzt nicht mitgerechnet. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Dann dachtet ihr euch jetzt die ganze Zeit, Idiot, der findet das nicht. Wie doof ist der eigentlich? Und dann hat das doch noch gefunden. Und zwar kurz bevor die Folge zu Ende ist. Und weil er jetzt so gut ist, geht er jetzt nämlich nochmal hier hinten hin. Weil man es ja einfach kann. Und hier ist doch nichts. Ich dachte, vielleicht ist hier was, aber hier ist nochmal eine Truhe. Wir können jetzt noch hier ein bisschen in diese... Ich guck mal, ich gehe hier einfach mal lang. Ich kann es ja, ne? Ich hab's ja drauf. Guck mal, da ist auch noch eine Truhe. Habe ich die gefunden? Die habe ich nicht gefunden, ne? Aber anscheinend darf man dann ja hier lang. Guck mal. Ich habe ja nichts kaputt gemacht, was ich nicht durfte. Also habe ich sie ja eigentlich rechtmäßig gefunden. Ich weiß zwar nicht, wie man hier eigentlich dran hätte kommen sollen, aber... Ich hab's geschafft. Tja, so, was haben wir hier noch für ein Loch? Ja, ein Loch in den Tod. So, jetzt darf ich ja auch kaputt machen, die Map ist abgeschlossen. So, hier sind wir vorhin gestorben. Hier ist unser geiler Blumengarten. Nein, nicht da rein, nicht da rein. So, da ist mein Logo mit der Mega-Krone. Ja, es ist, die Krone demonstriert nur, wie groß mein Gehirn ist. Ne? Ist aber schon cool. So. Und was haben wir? Wir können ja auch mal hier so in die Ecke gucken. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwas, was... Vielleicht, nein, hier ist nicht mehr. Ja gut, Freunde der schlechten Unterhaltung. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge vom Minecraft Adventure wieder. Das war jetzt nur so zwischendurch eingeschoben zwischen Mafia und dem nächsten Projekt, was dann... nächste Woche startet, damit ihr hier die Woche oder die letzten 2 Tage nicht ohne auskommen müsst. Ich bin Lord Toad und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.